zu Indirekt. Hier gibt es das Neueste der Damen-Floorball-Bundesliga. Viel Spaß! Herzlich willkommen aus Weißenfels, aus der Westhalle. Wir hatten heute unseren zweiten Bundesligaspieltag zu Gast, der FC Stern München, deren erster Bundesligaspieltag der ganzen Vereinsgeschichte. Neben mir sitzt Caroline Kuhn, ehemalige Nationalspielerin. Und ja, Caro, wie sind denn so eure Ziele für diese erste Bundesliga-Saison? Also erstmal ankommen und auch es genießen, dass in Deutschland erstmal wieder Bundesliga möglich ist. Und wir haben auch viele junge Spielerinnen, das heißt, wir sollen auch erstmal Erfahrungen sammeln und ja, alles geben und dann mal gucken, wo wir stehen. Das ist ja alles neu für uns. Ja. Also habt ihr auch relativ viele Neuzugänge bei euch im Team? Wir haben zwei Neuzugänge und zwei Abgänge, also hebt sich ganz gut auf, aber wir haben halt einfach auch viele jüngere Spielerinnen, so zwischen 14 und 17 und die brauchen auch noch ein bisschen Spielerfahrung. Okay, morgen geht es ja nach Grümmer. Mhm. Wie regeneriert man da am besten? Ja, also haben wir uns jetzt erstmal schön ausgelaufen und gedehnt, das war auf jeden Fall Pflicht. Und ansonsten machen wir heute so ein bisschen easy, ein bisschen Team-Event, nicht jetzt allzu spät schlafen gehen, also nicht um eins und ja. Alles klar. Im Pokal habt ihr ja das Freilos gezogen. Mhm. Wie stehen da so die Ziele bei euch dieses Jahr? Ja, wir wollen gern so weit wie möglich kommen. Das wäre natürlich super cool, wenn wir irgendwie nach Berlin kommen, weil das ein geiles Event ist. Und ich komme ja aus Berlin, von daher wäre das ja die Arsch auf einmal. Aber mal gucken, wen wir dann wieder losbekommen. Okay, und zu guter Letzt darfst du noch jemanden grüßen, deine Mutti vielleicht? Oder? Ich grüße Sago Barakzai, die bisher Kapitänin war und jetzt in Lettland im Auslandspraktikum ist. Und ja, Sago, wir haben 6-0 verloren, aber irgendwie fühlen wir uns wie gewonnen. Also viele Grüße nach Lettland. Ja, vielen Dank, ne? Dann wünsche ich euch morgen eine schöne Fahrt nach Grümmer. Danke. Und auch eine gute Heimreise. Danke. Zu Gast jetzt bei mir Sophie Kleinschmidt, Torhüterin des UHC Sparkasse Weißenfels. Hallo. So, hallo Sophie. Hallo. Hallo. Sag doch auch nochmal hallo. Hallo erstmal. Okay. Sophie, wir wissen ja, wir kommen immer nicht so leicht ins Spiel. War das am Wochenende gegen FC Stern München genauso? Naja, ich sag mal, nach dem ersten Drittel 1-0, das Ergebnis spricht schon für sich. Wir hatten mal wieder ultra viele Chancen, aber wir haben es mal wieder nicht gebacken gekriegt. Also ich weiß auch nicht so genau, entweder die Torhüterin saß immer richtig oder wir haben einfach auch mal nicht platziert genug geschossen oder übers Tor, nebens Tor. War halt eine ganze Pralle. Und die nächsten zwei Drittel, wie liefen die dann? Ja, ich denke, das Ergebnis spricht schon sehr eindeutig für sich. Also erstmal zu null natürlich, spricht auch dafür, dass wir die Chancen von Stern München gut ausgebremst haben und auch ansprechend der Tore immer mehr ins Spiel gekommen sind. Danke sehr. Und nächste Woche oder nächstes Wochenende geht es ja gegen die Dümpner Füchse. Wie schätzt du die Chancen dort ein? Kann man da wieder so klar gewinnen oder wird das ein bisschen schwieriger? Ich würde es nicht ganz so deutlich einschätzen. Wir haben ja schon ab und zu mal gegen Dümpner gespielt und haben uns da auch am Anfang sehr schwierig getan. Auch im Pokal zum Beispiel letztes Jahr ist es da zwischendurch auch sehr spannend geworden. Und ich denke, da können wir gespannt sein, wie wir uns da schlagen. Vielen Dank, Sophie. Zum Schluss darfst du noch jemanden grüßen. Ich grüße meine Schwester, weil ich ihr Premium-Fan bin und sie meiner. Hallo, Sarah. Hallo, Sarah. Tschüss, Sarah. Tschüss. Danke. Bevor ich es vergesse, natürlich noch die Spielergebnisse vom letzten Wochenende. Hamburg verliert leider 4-3 gegen die Dümpner Füchse zu Hause. Grimma gewinnt 8-1 gegen den FC Stern München und das nächste Wochenende sieht wie folgt aus. Um 15 Uhr spielt der UHC Sparkasse Weißenfels in der Sporthalle West gegen die Dümpner Füchse und einen Tag später am 15. spielt Grimma zu Hause in Leipzig, aber Brüderstraße um 13 Uhr auch gegen die Dümpner Füchse. Danke.